Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr könnt es schon sehen, es geht komplett geisteskrank los. McLaren Senna hier am Start. Wir sind in der Tat auf dem Track Day von Philipp Kaes am Bilsterberg. Mein Lotus steht hier, ich bin gerade auch schon ein paar Runden gefahren. Und ich darf jetzt aber hier den geistesgestörten BMW M2 von Art fahren. Er ist gerade mit mir eine Runde über den Bilsterberg geballert und es ist komplett geisteskrank gewesen. Ich sag euch, die G-Kräfte in dem Teil, das ist nicht mehr normal. Er hat ja hier Semi-Slicks drauf geballert, also wirklich richtig geile Pellen. Die sind auch noch schön warm. Und ihr kotzt wirklich fast ins Lenkrad, beziehungsweise hier auf die Armaturen. Es ist nicht mehr normal. Ja, und ich darf jetzt in der Tat fahren. Ich weiß gar nicht, wo er sich rumtreibt. Servus, grüß Gott, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Jimmy auch am Start hier. Schönen guten Tag. Paul auch. Hallo. Hallo. Sehr erfreut. Ja, Herr Jimmy, sind Sie auch schon eine Runde gefahren heute? Ja, natürlich. Hinter dir hast du nicht gesehen. Ja, doch. Ja, der rote Porsche. In der Regel nicht, nein. Ja, ich weiß, du denkst, du bist der Schnellste, gell? Bin ich aber nicht. Fahren wir heute auch noch eine Runde. Du könntest aber werden, ne? Sagst du, ich habe Talent? Du hast sehr Talent. Also echt? Letztens beim Lausitzring war ich schon voll überzeugt von dir. Du bist noch sehr jung und ich glaube, in dir steckt noch Potenzial und du musst dich mehr damit beschäftigen. Wirklich. Der Mann verdient einen Orden. Also danke für das Lob, wirklich. Also es tut echt gut. Ich lebe das auch irgendwie voll. Also ich fühle das total, wenn ich da drin sitze. Und wenn man dann noch so geile Leute hier wie euch kennenlernt, also dann ist das Leben einfach schön. Mo ist hier auch am Start. Schönen guten Tag. Sehr erfreut, mein Lieber. Bist du auch schon gefahren? Ja, ich bin auch geflogen. Was bist du, geflogen? Echt? Aber nicht ins Kiesbett? Nein. Ist auch süß? Oder geht's? Ist auch süß. Bin ich süß, ja? Aber nur weil wegen der Kamera, ne? Weißt du, wie du aussiehst? Auf Dings kennst du die Leute, die bei Extremsituationen ganz nah dabei sind, so. Bei welchen Extremsituationen meinst du? Ich werde jetzt kein Porno sagen. Mois, mitfahren. Mitfahren oder selber fahren? Nein. Nee? Doch. Ey, ohne Scheiß. Bitte. Bitte mach das. Einmal fahr bei ihm mit. Das ist also wirklich gerade, ich musste meine Bauchmuskulatur, meinen ganzen Körper so anspannen und es war echt nicht mehr, also es war nicht mehr feierlich, es war nicht mehr von dieser Welt. Cardio, natürlich. Ich nehme ihn auch mit. Ja, komm, dann fahren wir. Ich sag euch, das ist komplett geisteskrank in dem M2. Das wird, also du musst jetzt richtig kacheln, Digga, ne? Kannst du mir die Headcam geben? Die Headcam, ja klar, kann ich dir geben. Okay, bist du bereit? Ja. Dann fliegen wir jetzt. Okay, Freunde, Art ist wieder da. Mois hat die Fahrt überlebt, nehme ich an. Das war schon heftig, oder? Mois ist ein richtig lustiger Typ. Ja? Richtig korrekter Typ. Okay. Wir haben uns echt gut unterhalten, auch außerhalb der Kamera. Also Freunde, ihr kennt das Fahrzeug. Es ist einfach der lauteste M2, zumindest in meiner Vorstellung in ganz Deutschland. Das ist absolut geistesgestört, wie das Teil nach vorne schießt. Und es liegt einfach bretthart mit diesen verdammten Semislicks hier auf der Strecke. Ja, gerade die Runde auf dem Beifahrersitz war einfach nur gestört. Da dachte ich wirklich, Digga, gleich in der nächsten Kurve, das war's. Ja, goodbye, rest in peace, David. Und jetzt darf ich selber fahren. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil im Straßenverkehr das Ding bewegen ist eine Sache und ein bisschen Sound. Aber auf der Rennstrecke jetzt Vollpin geben, das ist nochmal was anderes. So, was muss ich jetzt wissen? Also instruiere mich mal. So. Gang einlegen, das weiß das ich noch, wie das alles geht. So? Wir machen MDM mal an, gell? Ja. Sport Plus, das heißt Klappe auf, alles auf. Mit Mois bin ich auch eben auch Klappe aufgefahren, hat sich keiner beschwert. Klappe auf. Die Messpunkte sage ich dir gleich. Ja. Okay, da einfach so ein bisschen rollen lassen. Okay. Nicht unbedingt am Gang bleiben oder einen hohen Gang nehmen. Dann sollte alles gut gehen. Ja, dann das klingt ja jetzt gar nicht so verkehrt. Nee, ist nicht so hardcore kompliziert. Guck mal, Tim hier im CLA, der hat auch wieder Bock. Der hat auch wieder Bock. Ja, das Auto ist selbsterklärend. Du wirst merken, das Auto wird dir ein großes Selbstvertrauen geben. Aber man muss sagen, im Grenzbereich ist er zickig, aber du wirst nicht so fahren, wie ich eben gefahren bin. Also, nee. Ich denke, das war so schnell. Ich habe natürlich Mois ein bisschen gerade provozieren wollen, so. Ja. Dass er mal auch so ein bisschen Gesichtsentgleitung bekommt. Aber er war ganz cool und entspannt. Er war cool. Ab und zu hat er gesagt, oh, das war jetzt aber ein bisschen heftig und so. Aber die G-Kräfte, wo es ihn so richtig in den Sitz reingedrückt hat und nach außen gedrückt hat, da hat er schon ein paar Mal gekeucht, ne? So, Das ist halt heftig, was du für Kurvengeschwindigkeiten mit dem Fahrzeug hier erreichen kannst. Das ist nicht normal. Und Bilsterberg hat halt Höhenunterschiede. Wie viel Grad Steigung? Über 20% waren das, ne? Ja, über 20%. Freunde, über 20%, verdammt nochmal Steigung. Also wie krank ist das bitte? Das ist echt heftig. So. Boah, schöner M4, schaut euch das mal an. Porsche tiefer gelegt, noch ein Porsche tiefer gelegt. Einfach wunderschöne Fahrzeuge. Jimmys Porsche hier. Moji ist auch am Start mit seinem GT3. Philipp spielt seine Runden mit dem Golf 3 gerade. Ich habe ihn eben überholt mit Mois zusammen. Das ist einfach nicht mehr normal. Freunde, jetzt geht's los. Alter, der CLK sieht auch so krass aus. Alter. Junge, hat der Traktion. Alter. Als Beifahrer merke ich gerade, es ist schon unangenehm. Als Beifahrer ist geistesgestört, Mann. Alter, wirklich. Es ist schon unangenehm, ne? Eine 6-Punkt-Kurve. Hohoho.
fängt halt alles an zu rollen und dann kommt er irgendwann über die Hinterachse. Ne? Da musst du so ein bisschen gucken. Boah, Junge! Ins Gras, genau. Hier rollen lassen, nicht zu viel Gas geben. Hier ist ein Messpunkt. Scheiße, jetzt habe ich genau meinen Messpunkt voll. Oh, verdammt. Egal, egal. Zweiter Messpunkt sage ich dir auch gleich. Digga, ich muss mich hier richtig konzentrieren, das ist so heftig. Ja, es ist verdammt schnell. Boah. Selbst so. Und jetzt Räder. Ja. Sauber. Boah. Oh. Alter. Oh. Deutlich über 200 eben. Boah, und auch hier wieder durch die Kurve schießt. Als Beifahrer, die G-Kräfte sind echt unangenehm. Ja, das ist ja meine erste Runde. Ja. Genau. Da ist der Arsch auch schön leicht hier in der Kurve. Das ist schon geil, Digga. Boah. Oh, da kann man jetzt ein bisschen ja, quer, ne? Da warst du zu hohem Gang drin und dann machst du ihn halt nervös ein bisschen, ne? Man kann es auch aus dem dritten eigentlich hoch und dann raus schön dosieren. Das Eklige an der Strecke ist, die will das Auto provozieren und die macht das Auto halt leicht, ne? Ja. Und hier musst du gleich aufpassen, da wird das schön leicht. Hier? Auf der Hinterachse, ja. Wenn du mit mehr Geschwindigkeit überfährst, genau. Jawohl, ja, genau. Oh, das war gut. Okay, Freunde, wir haben die Karre jetzt kalt gefahren und wirklich, ich bin komplett nass geschwitzt. Also, Real Talk, mein Rücken ist nass, meine Achseln sind nass, meine Hände haben wirklich, also so dermaßen geschwitzt während der Fahrt. Und Art meinte so, ja, deswegen, Bro, trage ich auch Handschuhe. Die sind mir übrigens während der Fahrt die ganze Zeit um die Beine hier geflogen, wirklich. Ich so, was ist das da, Mann? Was ist das da im Fußraum? Mir vorhin ist die scheiß Sonnenbrille da reingerutscht. Die ist irgendwo da unten jetzt. Ja, perfekt. Aber wirklich nochmal ein dickes Dankeschön, mein Lieber, dass ich fahren durfte. Ich weiß ja, dass du fahren kannst, so. Ja, wir sind schon einige Male zusammen unterwegs gewesen. Ja, so ein, zwei Mal. Straßenverkehr ist immer was anderes. Ja. Rennstrecke, wenn man sich so versucht, ans Limit ranzutasten, ist für mich als Fahrzeugbesitzer natürlich auch mulmig. Aber ey, voll. Digga, dann brauchst du so viel Vertrauen in den anderen, dass du das wirklich machst. Ja. Vor allem mit der Karre hier, die ist ja, wie gesagt, nicht Standard. 600 PS oder was sie hat. Verdient, danke. Oh, Annika auch am Start, was geht? Ey, ich bin nass geschwitzt, ich kann nicht mehr wirklich. Das Auto und dann also... Nee. Oh, das werden schöne Aufnahmen von dir. Die möchte ich auf jeden Fall im Video haben. Nee. Läuft das jetzt? Yep. Ja, jetzt läuft. Ja. Okay, gut. Also Freunde, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich werde jetzt den Schlüssel hier an Annika geben und Annika darf mit meinem Lotus über die Rennstrecke fahren. Oh! Oh! Oi. Ja, bremsen. Da kannst du, ja, genau. Oh! Oh, oi. Aha, ja, super, alles gut. Ich werde wahrscheinlich gar nicht so viel reden können, weil ich so konzentriert bin. Schön rein an den Körper, ja. Hier, inhalten. Die auch innen nehmen. Ja, genau, ganz schön drüber fetzen. Innen. Okay. Lieber Gott im Himmel, bitte lass mich diese Fahrt heile überstehen. Bitte, ich möchte noch nicht sterben. Über die Curbs. Ja, und jetzt Gas. Ja, schön. Wir sitzen jetzt im Lotus, Jimmy ist auf dem Beifahrersitz. Schon wieder auf dem Beifahrersitz. Hast du Bock, Digga? Ich hab Bock, Digga. Achso, ich sag dir mal was, David. Guck mal, wir waren jetzt auf dem Lausitzring. Jetzt sind wir ein bisschen Berg. Wo sollen wir als nächstes zusammenfahren? Dubai, oder? Autodromo, oder wie heißt Abu das? Abu Dhabi? Ja. Oder guck mal, frag doch mal deine Community. Wo sollen wir als nächstes zusammenfahren? Jimmy und ich, schreibt es in die Kommentare. So, und jetzt? Jetzt wird eine Runde hier geballert. Hinter uns 992 Turbo S. Oh ja, stimmt. Jawohl. Aber schau dir den Lotus an, hä? Lotus ist im Modus. Aber
wir haben keine Semi-Slicks drauf, deswegen haben hier viele eine bessere Karte. Aber Junge, du bist schon brutal. Vielen Dank. Daimann, oh, ich liebe es. Jetzt schön hier innen halten. Kurvenspeed ist halt nicht Maximum. Wow, 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 hey, du hast es gehört? Ja, dass wenn du hier leicht vom Gas gehst, dann kommt das Heck ein bisschen rum. Und dann gleich gibt es eine Abkühlrunde. Also da muss ich schon sagen, wenn du das richtige Auto unter Popo hast, Alter, ja, müssen wir dann für sorgen. Mein lieber Scholli, dann können sich viele warm anziehen. Ja, dann probieren wir das doch mal aus, oder? Was sagst du, GT3 RS, soll ich mir den holen? Die Community sagt ja, was sagst du? Ich sag auf jeden Fall ja, wenn du Bock hast auf Rennstrecke, ist es das beste Auto. Ich bin ja gerade schon, also wirklich, ich bin ja gerade schon den GT3 gefahren über Strecke, dann letztens den GT2 RS. Ja. Ne, also das ist, Freunde, das ist einfach wirklich pure Liebe. Pure Liebe auf vier Rädern. Und Jimmy kann ja die Dinger noch optimieren. Auch wenn es ein GT3 ist, ist ja ein Sauger, da kann man aber auch noch ein bisschen da was machen. Trotzdem, ne? So um die 30 PS mit ein bisschen Hardware-Sachen, dann geht es. Geil. Ja, Jimmy, vielen lieben Dank, dass du hier mit an Bord warst. Es ist wirklich immer eine Ehre, mit dir hier Runden zu drehen, ganz egal wo. Wir können uns ja das zur Aufgabe machen, dass wir auf der ganzen Welt gemeinsam einfach irgendwelche Rennstrecken langballern und vor allem, weil in die Welt musst du mich noch ein bisschen näher einführen, Drag Races. Ja? Ja. Ich will kranke Drag Races machen mit dir zusammen. Da setze ich mich dann noch auf den Beifahrersitz, da darfst du mich dann quälen. Ja, nicht nur ich dich hier auf dem Rundkurs. Das machen wir so. Du quälst mich Rundkurs und ich mache dann mit dir die Viertelmeile. Geil. Ach, ein Träumchen. So, Freunde, Lotus ist kalt und ich bin absolut done. Nass geschwitzt ist schon das zweite Shirt heute. Nochmal ein dickes Dankeschön an Jimmy hier, der das Ganze mehr oder weniger organisiert hat, mich hier reingebracht. Auch dickes Dankeschön an Philipp Case. War ein geiler Track Day, ein geiles Event und ich hoffe, dass wir dieses Jahr und auch nächstes Jahr sehr viel mehr von solchen Dingern erleben werden. Es war einfach ein Traum. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schaut bei Jimmy vorbei, schaut bei Philipp vorbei. Ich verlinke alle Jungs, die heute hier im Video waren und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder. In dem Sinne, genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil. Prop.